So Leute, willkommen zu der Gewinnspielaufklärung. Endlich habe ich mich durchgerungen, das mal zu machen oder beziehungsweise hochzuladen. Ich weiß, ich habe ein bisschen sehr lange dahin gezogen. Das ist auch nicht so professionell aufgenommen mit nur so einer Fotokamera. Werdet ihr jetzt gleich im Anschluss sehen. Beim nächsten Mal gebe ich mir aber ein bisschen mehr Mühe und ich werde natürlich dann jetzt nicht so weit hinten anstellen. Ich weiß, es gibt so eine Seite, wo man das auch ausrechnen lassen kann, aber das habe ich erst herausgefunden, nachdem ich es aufgenommen habe. Dann habe ich keinen Nerv mehr gehabt, das neu zu machen, sonst hätte ich es immer noch weiter hinausgezögert. So, ja, also, das Gewinnspiel kommt und dann gehen wir auch an die neuen Kategorien, wie ich sie im Let's Play Update erklärt habe. Wer es nicht geschaut hat, ja, schaut euch das Video, was ich vor diesem hier hochgeladen habe, an. Das ist wichtig, da erfahrt ihr so alles drum und dran, was ich mit den neuen Kategorien meine. Für die Leute, die zum Beispiel etwas mit Co-Kommentieren so gewonnen haben, müssen mich rechtzeitig darauf ansprechen, was sie mitkommentieren wollen. Also, von den Projekten, wo man mitkommentieren kann, ist alles noch offen. Außer bei den laufenden Projekten ist es ein bisschen problematisch. Deswegen würde ich euch empfehlen, auf Nachfolgeprojekte zu warten. Aber das können wir auch alles per Privatnachricht klären. Jedoch muss ich halt sagen, dass Spider-Man, Mario Party 2 und Lollipop Chainsaw fertig im Kasten sind. Also da, wie sagt man so schön, Basti, ist kein Faden ab. Ja, also wie gesagt, wenn ihr dann mal mit kommentieren wollt, habt ihr jetzt sowieso ab jetzt ein Jahr Zeit, dann lasst es mich halt bei einem anderen Projekt wissen. Oder könnt auch anfragen, was eine der Nachfolgeprojekte ist, die dann in nächster Zeit kommen. Oh, ich werde es verraten, den anderen nicht. Und dann können wir was ausmachen. Gut, so viel bis dahin. Und dann sage ich mal, ihr schaut euch jetzt am besten entweder komplett die Gewinnspielauflösung an. Oder weil da die Kamera und so alles nicht so das Beste war, könnt ihr auch von mir aus bis zum Ende des Videos springen und die Gesamtergebnisse anschauen. So, jetzt muss ich mal gerade auch überlegen. Die Gewinnspieleinteilung war, der erste Platz hat 3 Videos, oder der ersten 2. Ah, ich muss das mal rauspicken, ich weiß es gerade nicht genau. Jedem auch sei, bis dann, Leute. So, Leute, das ist die Ziehung von dem Gewinnspiel. Ich habe mir ja ziemlich lange Zeit gelassen. Und ja, entschuldigt, die Videoqualität ist nicht gerade die beste. Wir haben keine Webcam. Deswegen habe ich jetzt einfach hier in so einem CD-Spind die Namen reingepackt. 13 Stück sind es, auch von Leuten, die nicht direkt teilgenommen haben, aber mir sagten, sie hätten gern teilgenommen. Ja, alles Wichtige habe ich ja schon im Video gesagt. Und dann fangen wir mal an. Ich ziehe den ersten Namen. Platz Nummer 13 geht an... Ja, kann man vielleicht nicht so deutlich lesen. The GBA Player. Am Ende des Videos habt ihr nochmal eine komplette Übersicht, wenn ihr das jetzt skippen wollt, während ich hier die Namen auslebe. Nummer 12. Brainshaker 95. Ich kann mein eigenes Geschäft nicht lesen. Fühl mich mal kurz durch. Nächste Name. Nummer 2, lass mal einfallen. Das ist Nummer 11. Nummer 11 geht an Punisher 8437. Ich weiß jetzt auch nicht genau auswendig die Preise, da ich dieses Video separat aufgenommen habe, die Ziehung zu dem Erklärvideo, aber da habe ich auch nochmal die Preise im Überblick. Ich weiß nur, dass die ersten 3 Plätze oder so beschäftigen sich mit Co-Kommentieren oder so, ne? Gut, nächster Platz, Nummer 10, wenn ich mich verzählt habe, oder? Ja, 10. Platz Nummer 10 geht dann Super Flash Crash. Platz 9 bekommt... German Toby 9 Jonathan oder so. Platz Nummer. Warte mal, was war das jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Platz Nummer 8, LTF. Oder wenn ich jetzt irgendwie mich verzählt habe, ihr seht am Ende des Videos nochmal eine Übersicht. So, Platz 7, Light Shadow Plays. Allerdings bedenkt, wenn ich euch vorstelle oder interviewe oder ihr co-kommentiert, dass ihr mindestens 3 Videos auf dem Kanal haben müsst, ja, dass ich damit was anfangen kann. So, nächster Platz geht an... unsere Fensterbank müssen wir schon unbedingt mal wieder sauber machen hier. Schligge 1808.
So, damit kommen wir schon zu den obersten 5. Auf dem 5. Platz. Kleiner Trommelwirbel so zum Spaß. Auf dem 5. Platz haben wir Hollywoods Maverick. Oder auch Michi genannt. Ne? Oder hier erinnern sich die meisten noch. Ich weiß, ich habe ja vor einem halben Jahr dieses Gewinnspiel gehabt und ich habe mir übelst Zeit gelassen. So, Platz 4 geht dann Only Crank. Damit kommen wir da zu den Plätzen 1 bis 3. Sehen ich mich wieder. 3 hat irgendwas mit Battle. Lassen wir uns was einfallen wegen den Battle Sundays. Okay, wer kriegt ein Battle? Oder sowas in der Form. Silo 785. Ah, ein sehr alter Bekannter. Sehr lange schon dabei bei mir. Den kenne ich sogar direkt. Kommen wir zum 2. Platz. Kommentieren in einem Let's Play Video. Einem Let's Play deiner Wahl. Dieser Preis geht an... Geh auf. Cool Piss. Okay, damit auf dem 1. Platz. Co-kommentieren in 3 Videos. Muss nicht von einem und demselben Let's Play sein. Nur innerhalb eines folgenden Jahres. Die SSBM-Zocker. Kenne ich auch noch sehr gut von meinen Zuschauern. Ihr habt jetzt im Anschluss in dieses Video habt ihr nochmal eine Übersicht. Das war's mit dem Gewinnspiel. Das nächste, da lasse ich mir nicht so viel Zeit, da mache ich sofort die Auswertung dann, so wie alles eingegangen ist. Und es wird ein nächstes Gewinnspiel geben. Gut, bis dann, Leute.